Nachrichten wie diese gehören zu unserem Alltag. Sie machen deutlich, die Politik regelt das wirtschaftliche Handeln im Land in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. Denn ohne verlässliche Regeln würde wirtschaftliches Handeln nicht funktionieren. Die Politik schafft Gesetze und Verordnungen und sorgt damit für verbindliche Regeln und Rahmenbedingungen. Viele Gesetze regeln die Bereitstellung, Umwandlung und Verteilung sowie die Verwendung von Energie. Die Energiepolitik gestaltet also die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Energiewirtschaft und die Energieverbraucher bewegen können bzw. dürfen. Natürlich werden mit der Energiepolitik mehrere Ziele verfolgt. Sehen wir uns diese genauer an. In unserem Alltag machen wir uns über die Versorgung mit Energie kaum Gedanken. Aber eine verlässliche Versorgung zu gewährleisten, ist eine große Herausforderung. Dies gilt umso mehr, da Deutschland über keine nennenswerten eigenen Energiequellen verfügt. Deshalb ist Deutschland auf Importe und die Zusammenarbeit mit anderen Staaten angewiesen. Dass Energie ihren Preis hat, merken wir im täglichen Leben, ob an der Tankstelle oder beim Bezahlen der letzten Gasrechnung. Auch hier ist die Politik gefragt. Sie muss verlässliche Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Energie heute und in Zukunft bezahlbar bleibt. Zudem muss die Politik auch dafür sorgen, dass die Belastungen für die Umwelt durch die Produktion und die Nutzung von Energie reduziert werden. Die Versorgungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit und der Umweltschutz sind also Eckpunkte der Energiepolitik. Diese drei Ziele jederzeit und bei allen energiepolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen, ist das überhaupt möglich? Schon im privaten Haushalt werden die Konflikte deutlich. Die sauberste und preiswerteste Energie ist die, die man gar nicht erst verbraucht. Auf der anderen Seite haben wir uns jedoch an eine Vielzahl energieverbrauchender Annehmlichkeiten in unserem Leben gewöhnt. Energie aus erneuerbaren Quellen ist heute in der Regel noch teurer als zum Beispiel der Strom aus dem Braunkohlekraftwerk. Aber nicht jeder kann oder will mehr Geld für Strom bezahlen als nötig. Deutlich wird, dass es nicht leicht ist, alle drei Ziele gleichermaßen zu berücksichtigen, und es kann schnell zu Zielkonflikten kommen. Von einem Zielkonflikt spricht man dann, wenn die Verfolgung eines Zieles, beispielsweise der Versorgungssicherheit, nur auf Kosten eines anderen Ziels, zum Beispiel der Wirtschaftlichkeit, zu erreichen ist. So ist beispielsweise die Stromerzeugung aus Sonnenenergie mit Photovoltaikanlagen zwar umweltfreundlich, jedoch aufgrund der Produktion der Technik noch recht teuer. Es kommt zu einem Konflikt mit dem Ziel Wirtschaftlichkeit.